Mein Name ist Fabian. Ich bin Produktmanager für den mobilen Bereich für HolidayCheck, speziell für die mobile Buchungsstrecke. HolidayCheck ist das größte deutschsprachige Reiseportal, wobei es hauptsächlich um Meinungen, Kundenmeinungen geht und einer sehr großen Community dahinter zum Thema Reisen und Urlaub. Hi, mein Name ist Sina. Ich arbeite bei HolidayCheck im Bereich Produktmanagement und bin verantwortlich für die Native Apps. Also bevor wir mit Applause gestartet haben, haben wir eine Testabteilung bei HolidayCheck. Die ist allerdings recht klein und da wir drei verschiedene Plattformen haben, also wir haben die Webseite, wir haben die Mobile-Webseite und wir haben die Native-Apps, ist es natürlich für die auch nicht immer leicht gewesen, alle Plattformen abzudecken und für jeden Release, den wir benötigen, nochmal alles durchzutesten. Also durch das, dass wir versuchen, relativ agil zu arbeiten, schauen wir, dass wir natürlich die Tests am Wochenende laufen lassen. Das heißt, wenn wir auf unserer Staging-Umgebung irgendwas testen wollen, läuft es so ab, dass wir Donnerstagabend das erste Mal mit dem Projektmanager Kontakt aufnehmen. Durch das, dass Applause ziemlich agil und sehr schnell ist in dieser Hinsicht, können wir dann meistens schon Freitag mit dem Test beginnen. Das heißt, sämtliche Fragen werden dann bis Freitagmittag beispielsweise geklärt. Und ab Freitag bis Montag kann dann getestet werden. Das übernimmt dann komplett Applause für uns. Applause hat ein ziemlich so ein cooles Dashboard, mit dem man eigentlich relativ schnell sieht, was sich tut. Sämtliche Bugs, die auf der Webseite auftreten, werden relativ zeitnah und live reingepusht. Und wir können uns natürlich, wenn wir am Wochenende reinschauen wollen, sämtliche Ergebnisse schon anschauen, was an Bugs gefunden worden ist und auch reagieren, falls es sich um Critical Bugs handelt. Aber meistens läuft es so ab, dass wir Montag ins Büro kommen und dann ist der Test eigentlich schon beendet. Mir hat persönlich sehr das Konzept von Applause gefallen. Also es gibt einfach einen sehr großen Pool an verschiedenen Testern, wo ich die Möglichkeit habe, die App-Version von HolidayCheck hochzuladen, die testen die Version. Und das Tolle ist auch, also ich kriege nicht einfach jedes Testergebnis dann von den Testern zugeschickt, sondern da gibt es nochmal einen zugeordneten Projektmanager, der sich die Tests im Einzelfall anguckt und auch schaut, sind da irgendwelche Dubletten, hat das ein Tester schon mal erwähnt. Und dann auch nochmal Feedback gibt, ob er es reproduzieren konnte. Ich kann auch ganz klar den Verlauf sehen, wie er mit dem Tester kommuniziert hat und was es da ging. Und was mir besonders gut gefallen hat und auch speziell unseren Entwicklern, dass so gut wie jeder Tester macht ein Video von einem Bug, den er gefunden hat. Und das ist halt super hilfreich. Also es sind immer Screens dabei und es ist auch meist ein Video dabei, wo man einfach nochmal den Bug genau auf einen Blick erkennen kann. Also wenn es um eine längerfristige Zusammenarbeit mit Applause geht, würde ich sagen, dass der große Vorteil, den wir haben, ist das, dass wir sehr spontan testen können. Das heißt, natürlich muss man sich wie bei jeder Agentur oder bei jeder Bindung irgendwie ein gewisses Zeitlimit halten, was Verträge angeht, klar. Aber uns war jetzt nicht primär wichtig, wie lange wir jetzt mit Applause arbeiten, sondern dass wir sie haben. Das heißt, uns war jetzt nicht vorläufig wichtig, dass wir 2 Jahre jetzt Applause bei uns in der Firma haben, sondern dass wir, wenn wir Sachen zu testen haben, dass die auch da sind. Wenn man das vergleicht mit einem Mitarbeiter, den man erst einschulen müsste als Testing-Ingenieur, würde es viel länger dauern und auch temporär einfach mehr kosten. So haben wir einfach Applause in der Hinterhand und können 2, 3 Tests im Monat fahren, ohne irgendwie großartig Ressourcen aufwenden zu müssen. Und so sind wir dann recht schnell einfach zu der Lösung gekommen, dass wir eine Agentur brauchen mit einem großen Pool an verschiedenen Testern, die auf verschiedenen Geräten testen, um einfach dieses ganze Spektrum auszuweiten und nicht nur den Fokus auf 1, 2 Personen zu haben. Und von daher war einfach uns eine skalierbare Lösung total wichtig.